Seit 3 Semestern haben wir quasi nur noch Online-Uni. Was hat sich seit dem ersten Semester verändert? Was ist besonders nervig und was ist sogar vielleicht besser geworden? Wir haben Studierende befragt. In meinem ersten Online-Semester hatte ich persönlich noch ziemlich Angst vor Zoom und sowas. Und ich hatte auch das Gefühl, dass die meisten Dozierenden doch auch Angst vor Zoom hatten und den ganzen Features. Ich habe das Gefühl, jetzt mittlerweile im dritten Corona-Semester sind Studenten und Dozenten eigentlich ein gut eingespieltes Team. Man schon bei manchen Profs merkt, dass sie sich jetzt mittlerweile ein bisschen mehr Mühe geben, sich an diese Zeit anzupassen. Aber das geht halt auch in die andere Richtung. Da gibt es auch ein paar Negativbeispiele, wo es dann wirklich, wo Vorlesungen anstrengend werden, weil die DozentInnen sich da bisher kaum adaptiert haben. Vor allem das System, dass Vorlesungen jetzt endlich mal aufgezeichnet und hochgeladen werden, finde ich sehr gut. Vor allem bei großen Veranstaltungen fand ich das echt gut, dass man das auch mal von zu Hause aus machen kann und dass man sich nicht in so riesige Hörsäle mit, keine Ahnung, wie vielen hunderten anderen Studenten setzen muss. Man muss sehr, sehr viele Aufgaben jede Woche bearbeiten. Man hat irgendwie auch so einen gewissen Druck, weil es halt immer Abgabefristen gibt, wöchentliche Abgabefristen, die einen unter Druck setzen eben auch. Da ich in einem Schichtsystem arbeite, bin ich jetzt sehr flexibel, was das Arbeiten angeht. Dann hat auch geschlossen und deswegen musste ich lernen, allein zu kochen. Das war auf jeden Fall eine sehr gute Sache. Es hat auch was Entspanntes, immer so in seinem Zimmer zu sitzen und von da aus die Uni zu machen. Kann sich auch zwischendurch einfach mal einen Kaffee ziehen, ohne dass man den Vorlesungsraum verlassen muss. Genervt hat es aber insbesondere bei Gruppenarbeiten, denn ungefähr in der Hälfte meiner Module habe ich Gruppenarbeiten und das ist tatsächlich sehr herausfordernd. Ich merke, dass ich mich viel schlechter konzentrieren kann. Also das Ganze drumherum, was eigentlich auch das Uni-Leben besonders schön macht, sage ich mal, das fehlt ja komplett irgendwie. Man hat jetzt halt nur die Kurse. Die meisten jetzt geht, die noch nie Präsenzunterricht hatten, dass man halt keine sozialen Kontakte pflegen kann, also man sich nicht mit anderen Kommilitonen austauschen kann. Und es ist ziemlich frustrierend, wenn man sieht, von den Corona-Regeln her, dass halt zum Beispiel im öffentlichen Verkehr und in Büros und so weiter noch ganz viele Leute immer auf einem Haufen sind. Wo ich mir dann denke, dass dann so ein Seminar mit 12 Leuten in einem großen Raum auch eigentlich noch easy stattfinden könnte. Deswegen kann man natürlich nur hoffen, dass das dann vielleicht gegen Ende des Jahres oder zum nächsten Semester sich wieder ändert, dass man mehr Face-to-Face-Interaktion hat, mehr Präsenzveranstaltungen hat und einfach wieder in den Austausch kommt. Ne? Ihr merkt selbst, es gibt einige gute Dinge, aber eben auch immer noch viel, viel Mist. Eigentlich steht fest. Das Gleiche ist die Online-Lehre wohl nie wie der Gang in die Uni. Wie geht es euch gerade? Schreibt eure Erfahrungen und Meinungen gerne in die Kommentare. Lasst außerdem gerne ein Like da und wenn ihr wollt auch ein Abo.